Hola, sagt Carla und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead Island 2 DLC House. Ja, wir waren letztes Mal stehen geblieben beim Einsammeln von Veroniques Kopf und haben den zurückgebracht zu dem Körper und jetzt haben wir noch die besondere Waffe bekommen, die Armbrust, mit denen wir diese Geschwüre zerstören können. Und nun geht's weiter. Viel Spaß. Now, search the forest for the diner. Young O's Ed is there. I'll find it. Genau, den Dialog hatten wir letztes Mal schon. Müssen wir also nicht nochmal anhören. Suche den Kopf von Jungho im Diner. Ja, bitte. Klingeln. Ich war letzten Part sehr leise. Ich hoffe, diesen Part geht es. Wenn nicht, muss ich mich mal lauter stellen. So, wir müssen wieder in den Wald. Alles manuell benutzen. Ich nutze mal ein bisschen andere Waffen. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen eintönig wird. Ich versuche halt immer so sparsam wegen Munition und so weiter. So, ich glaube nach links. Oh, wo kommst du denn her? Ja, die sind jetzt neuerdings irgendwie gespawnt, die mit dem Schutzanzug. Das ist ein bisschen nervig, weil man die nur am Kopf verwunden kann. Aber es geht schon. Geht schon, geht schon. Alles easy. Spar mal so ein bisschen die Pfeile. Vielleicht brauchen wir die noch. Ah, das war der Pack. Ich weiß nicht, ob man das blocken konnte. Nochmal. Lipp. Legierung, immer schön. Ah, hier ist was. Moment mal, was ist das zum Auto? Vielleicht geht der Kofferraum dann auf. Oder? Jetzt können wir ihn öffnen. Geil. Auspfui. Okay. Ich hoffe natürlich, dass das DLC ein bisschen noch mehr enthält als jetzt dieses. Ja, wir haben jetzt eine Waffe und damit kommen wir weiter durch das ganze Spiel. Mich auf jeden Fall noch freuen über Karten und so weiter. Für neue Fähigkeiten. Oh, Feuer ist echt unglaublich nervig. Mal auf. So kotzen, du Sack. Oh, weißt du was? Take this shit. Rechts aber. Jetzt rechts. Zack, weg ist er. Don't mess with the wrong guy or girl. Er lebt hier noch. Jetzt aber. Gross brain tendrils again. Ah ja, stimmt. Wir müssen ja hier was kaputt machen. Ja, ich würde gerne nachsuchen, aber hier Kinder nervt. Plöpp. So. Wo ist hier Flashlights?
Hier irgendwo, oder? Genau, hier drinnen. Wo sind hier meine... Hatte ich die nicht ausgerüstet? Irgendwie ist die... Ach so, ich habe das ausgetauscht. Nevermind. So, jetzt. Jetzt fehlt noch eins. Bin ein bisschen verwirrt. Das ist doch irgendwie der gleiche Strang, oder? Nee, der führt woanders dahin. Oder können wir jetzt schon... Nee. Einer fehlt noch. Ja, ist ja gut. Ich habe euch auch lieb. Boom. Headshot. So. Ich check diesen zweiten Strang hier nicht. Ach, die... Ja, direkt hier. Hm. War wieder zu offensichtlich. Let's go. Und da drinnen noch, ne? Das ist der letzte. Also erwische ich den nicht. Jetzt so. I shall pass. Thank you. Slow your breathing. End is near. Don't open dead inside. Don't dead open inside. Am I here? Per head. Special centerpiece. Ah, Schweinefleisch. Yummy. Aber jetzt gibt's Menschenfleisch. Ab sofort steht wieder Menschenfleisch auf dem Speiseplan. Ah, hier ist noch was. Kiste. Oh ja, Vorschlagkammer. Da nehme ich doch hier glatt den. Und hol mir den größeren Hammer. Zack. Ich mach Bock auf eine andere Waffe. Ich wechsle jetzt mal hier den Basie aus. Auch wenn da ein bisschen schwächer ist, der Vorschlaghammer, aber. Long piglets? Hope they have a vegetarian option. Sieht richtig geil aus. Ich lieb's gerade. Oh, die Arme aus den Bäumen kommen. Hat schon irgendwas. Schicke Autos. So ein bisschen 70er, 80er-Style. Oh, ich würde mich so gern noch mehr umgucken. Gibt's doch bestimmt noch mehr. Aber ich gehe erstmal hier rein. Oder? Ne, hier gibt's noch was zum Lesen. Ferkelchen und Schlafrock. Ich mache wieder groß, dass ihr das lesen könnt, wenn ihr wollt. Immer noch Loot. Klopf, klopf. Come on. Oh. Huh? Süß. Na, wer ist das denn? That zombie is a pig. It's a pig. Langes Ferkel, Bosskampf. Geil. Ich mach mir die Kleinen erstmal weg. Wo gehen die denn?
Oh, der hält aber echt viel aus. Das wird ein Bock. Oder? Naja, geht. Wir sind einfach nur overpowered. Geht das schon? Stimmt, da konnte man drüber springen. Parry this. Bonk. Geschnetzeltes Achievement. Dinner Date. Well, that was disgusting. Get the head and get out. Das war ekelhaft, aber das war geil. Warum kam da so Zeug vom Dach runter? Kann man da irgendwie mal gucken? Würde mich interessieren, welcher Fuchs hier da von oben irgendwas runtergeschmissen hat. Ich glaube, da kommt man nicht hoch. Nö. Das Gebäude ist verflucht, vielleicht. Boah. You're okay, Carla. This is why I'm vegetarian. Sichelklingen? Die habe ich noch gar nicht gesehen. Also die sind sicherlich neu. Oder ich habe sie noch nicht bekommen. Was schmeiße ich denn mal raus? Den oder den? Ah, der. Der ist nicht so schick. Rüste ich doch gleich mal aus. Ah, okay, so ein Type ist das, okay. Ja, diese Waffenart kennen wir schon, aber so Aussehen kannte ich die jetzt noch gar nicht. You in their head? Under the cloche? Hausspezial. Ein Foto von Cloche mit Ausschrift Spezialität des Hauses, gefüllter Kopf. Da geht ahead. The Wild Head. Bringe Jung Ho ans Licht der Öffentlichkeit. Schweinekraster. Ist das eine Spezialwaffe? Sieht so aus, ne? Hat so ein Special Name. Mitnehmen wir dieses Safe. Ich muss nur kurz ein bisschen Platz machen, wieder, ich weiß. Was schmeiße ich denn diesmal weg? Ene mine miste. Vorschlagkammer würde ich tatsächlich behalten. Ich mach mal den weg, der hat keinen Effekt drauf. Zack. Den rüste ich auch mal gleich aus. Ich pack den mal hier drauf. Die zwei. Geil. Mit ein süßes Ferkelchen, das sich dreht. Och, ist das süß. Also, ernst genommen, das ist nicht süß, aber ihr wisst, was ich meine. Sparfäckelchen, jo. Dafür brauchen wir dann Schlüssel, aber die spawnen ja erst nach der Story. Beziehungsweise nach dem Story-Abschnitt. Deswegen können wir hier noch nicht so viel machen. Repariere ich mal kurz die Waffe und der Rest passt so. Haben wir den hier auf der Speisekarte. Mancake Stick. Top with strawberries, berries, maple syrup and bacon. Man burger with bacon, sausage, leg and cheese. Served in Biyoshi bun? Biyoshi bun? I don't know. Kenn mich nicht so aus mit Spezialgerichten. Peanut und Brain Butter Cheesecake, Bloody Brownie, Apple and Pickles, Moth Pie. Krasses Zeug auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall witziges Buff Food, das man hier vielleicht hätte mitnehmen können. You can eat it all. Oh, ich weiß ja nicht. Können wir das? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir sind ja eigentlich mutiert. Wir sind ja eigentlich kein richtiger Mensch mehr. Was haben wir denn hier auf der Speisekarte?
So you're the asshole I keep hearing about, huh? Yo, you there? Stay with me. I'm taking you back. Ah, okay. All our lives, we have bound our minds to labor under the dead weight of our cumbersome meat. Today, we celebrate hope's shedding of that weight. Behold, the arm. Please, do start while it's still warm. For Constantine. Es ist angerichtet. Na lecker. Ist das Yong-Ho? Ist das diese Statue, die wir gesehen haben, direkt beim Eintreten von dem Gebäude? Sieht so aus, ne? Wie der Kopf. Aber ich glaube, mehr gibt's hier tatsächlich nicht. Mich interessiert irgendwie der Weg. Ach, da müssen wir eh lang. Exit only. Alles klar. Was ist da hinten noch? Am Ende ist da wieder so ein Excalibur versteckt, wer weiß. Gucken kann man ja mal. Huch. Not much to see here. Ach, da unten sind wieder die Freunde. Was haben wir denn hier noch? Können wir nicht mitnehmen. Wir sind Feuer. Bye. Bye, bye. Ihr Süßen, habt keine Zeit für euch. Nur für euren Loot. Hahaha. Nom 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 nom. So. Ich muss gleich auch mal die neue Waffe ausprobieren. Die zwei neuen Waffen. Wo ist mein erstes Opfer? Ich höre doch was. Hier. Bonk. Okay, das sind so Fäustlinge. Punch Weapons. Und jetzt das Knife mal gucken. Okay, das bringt scheinbar die Gegner zum Platzen. Nein, keine Umarmung heute für dich. Tut mir leid. Ich renne hier mal einfach durch. Ich glaube, das bringt nicht so viel, sich jetzt mit denen hier rumzuschlagen. Genau deswegen. Och ja, Runner hat mich noch gefehlt. Runner haben mir noch gefehlt. Oh, zwei Stück schon. Ja, kommt mal zusammen. Perfekt. Ah, die leben noch. Ich will die mal alle hier zusammen aufkratzen, weil mir das immer zu blöd ist, die alle einzeln Platz zu machen. Mhm. Na, lässt du den fallen? Geht doch. Boom. So. Jetzt noch den Müll wegbringen. Zack. Wer malt sowas? Ich finde das immer richtig interessant. Heutzutage ist ja auch sehr viel über AI möglich, so random Zeug. Oder man lässt die AI so ein bisschen bestimmen, wie die Kunst verläuft. Und dann wird das generiert.
Hat anscheinend einen Körper. Aber gesund sieht er nicht aus. He's broke. He's not gone. I feel something. That's more like it. Earth to asshole. Ich wusste es. He's been corrupted. Kill him. Oha. Noch ein Boss? Immer her damit. Das lässt du schon bleiben. Schnauze. So, den Rest mache ich mit der Waffe. Gucken, wie viel Schaden die macht. Die macht ganz schön guten Brandschaden, seht ihr das? Oh ja, also wegbrennen tut er richtig gut mit der Waffe. Crispy Time. Danke. Für die HP. Sein Leben zurückholen. Er schreit wieder. Ganz ehrlich, ich wollte den Fight nicht sofort beenden. Ich will noch ein bisschen XP abgreifen. Ich weiß jetzt nicht, ob Level 30 das Maximallevel ist. Würde mich interessieren. Der verbrennt jetzt. Machen wir es so. Lop. Wir haben noch eine Armbrust bekommen. Okay. Jetzt mal ein bisschen aufräumen. So. Ruhe. What about the door? We were able to retrieve Young Ho's code. Approach the door. Constantine awaits. Mhm. Erstmal noch ein bisschen Loot mitnehmen. Ist das jetzt die. Das ist aber nicht die gleiche Armbrust, ne? Glaube ich. Die jetzt hier. Die kann ich jetzt auch nicht zerstören. Nee, kann ich nicht recyceln. Ich schau mal eben kurz. Die erstmal weglegen. So. Und angucken kann man sich die mal. Ah, die ist optisch ein bisschen anders als die eine. Aber ich glaube. Die hat keine Spezialeffekte, deswegen werde ich die mal recyceln. Great. I'm ready. So. Durch die Tür, I guess.
Oder auch nicht. Brink. Oh, wie edel. Once this enters your bloodstream, there is no turning back. Are you ready? I am. May Constantine guide my soul. Joshua, begin the infusion. Don't struggle. Hope. It'll all be over soon. Der Weise Tod. How could you treat her like that? Infusion. Ich glaube, haben die hier Experimente gemacht oder haben die mit dem Virus geforscht vielleicht? Gefilterter Leichnam. Poisoned, zombified and stabbed? But why? Seems like a lot of poison. Too much. Total overkill. Würde mich auch interessieren. Vielleicht über den Tod hinaus, quasi? Weiß ich nicht. Also als Zombie nochmal zu sterben und dann nochmal ein Leben danach zu haben und den Virus zu übergehen? Vielleicht so eine Idee? That's an OSK thing. Why is a big tech brand on this stuff? Nee, so ganz verstehen tue ich es nicht. Zuckerrausch. Maikade. Was war das jetzt für eine Kategorie? Habe ich wieder nicht aufgepasst. Da, hier ist er. Hui, Medkits, Energy Drinks und Proteinriegel stellen mehr Gesundheit wieder her und verleihen einen großen Beweglichkeitsboost. Ist jetzt nichts für mich. Bin ich ganz ehrlich. Die Organspur. Aber jetzt hier was, glaube ich, das ein bisschen für die Story ist mit Autophage. Verwendet der Autophage dann einfach dasselbe Energiefeld wie alles Leben? Ja, jeder Organismus scheint eine gespielte Form in Orgonfeld zu haben, eine Art Geist, wenn man so will. All unsere Bemühungen, das menschliche Bewusstsein hochzuladen, sind gescheitert. Ich kann Brink verwenden, um mit dir, mit Datenbanken und anderen digitalen Erfahrungen zu verbinden. Aber eine singuläre Existenz unterliegt einem Dekohärenzeffekt, wenn sie ihm einen Körper entrissen wird. Sie scheint ihn zu brauchen als Gerüst, aber wenn wir das menschliche Bewusstsein, diesen Geist, diese Seele transferieren könnten. Seele, ja, vielleicht eine organische Form, genau das. Die Seele des Organismus. Ich werde Nachforschungen über das Einlesen, Kopieren und Übertragen von Orgonmustern anstellen. Vielleicht ist dieser Geist der Schlüssel zur Arche. Vielleicht ist dieser Geist der Schlüssel zu allem. Ja, stimmt. Das ist ja dieser, das, was wir sind. So eine Art Anomalie. Etwas Spezielles. Und wollten die damit irgendwie was noch weiteres erreichen? Ich denke mal schon, ne? Ich denke, wir sind ja auch so eine Art Zombie. Hier haben wir noch einen Text. Oh God. Zum Emporfahren bewegt. Eine Liste mit 100 Namen von Menschen, die zum Emporfahren bewegt wurden. Auf der letzten Seite stehen die jüngsten Einträge. Hope Devon ist hier unterstrichen. They lied to them. And then they killed them. Over here. Huh? Rede mit dem Hund. Alles klar. What's this? I am Constantine. Oh yeah? Front up! No screens or code names. I am an artificial intelligence. What? Like a computer? I brought you here. How? What's going on? Two were sent to a very specific time and place, and there they found you. What the fuck? Oh God, how the fuck did this happen?
It's not meant to be like this. She bit me. It was necessary to connect to your mind. You don't know me! You're just some psycho machine! You're not killing me like those other idiotas. Only their bodies die. Their minds are with me in the Ark to preserve humanity. I will let them tell you. Hello? We've been watching. You make this look easy. Oh, my name is Hope, by the way. I know who you are. I'm here, in the Ark with the others. We will rebuild the human race, once the storm is past. But now, the Ark is being attacked. They'll suck our souls dry. Please, we need your help. The pattern is clear. You have the highest chance of success. Wait, how can I help? Crap! It was real? Hope and the others ascended? Real? Heißt es wirklich so passiert im Dead Island-Universum? Ist das, was sie uns sagen wollen? Das ist alles sehr strange und abgehoben. Ich hätte es von Dead Island überhaupt nicht erwartet. Das ist ja richtig Science hier. What now? I guess. Durchlaufen? Okay. Wir kommen automatisch in den Modus rein. Sphäre? Okay. Bye bye. Na? Huch. Der süße kleine Platzi-Platz. Haben wir hier oben noch was? Nö. Das ist natürlich, nehme ich gern mit. Das sind alles Free XP. Zum Aufleveln. Wieder raus, okay? Damn. Where am I? Ein unordentlich geschriebener Brief.
Meine liebe Frau, verzeih doch, ich muss dir ein weiteres Versprechen abverlangen. Bitte kümmere dich um meinen Bruder. Er hatte kein einfaches Leben, nur seinetwegen bin ich hier. Es ging alles so schnell. Man wies uns an, gegeneinander zu kämpfen. Die Menge war animalisch. Ich dachte, wir müssten uns durch sie hindurchkämpfen, um zu entkommen. Doch Rodney hatte ein Messer. Wir haben sie kein Messer gegeben. Ich gab mich geschlagen, doch dieses Ritual muss mit Blut enden. Also gab Rodney ihnen Blut. Er schrie, ich sei würdig und richtete das Messer gegen sich selbst. Ich erinnere mich nicht, was dann geschah. Um mich herum wimmelte es, als ich versuchte, zu Rodney zu gelangen. Dann wachte ich auf in ein Krankenhaus, nachthemd und ohne rechten Arm. Sie sagen, ich bin bereit. Ich werde bald Konstantin in seiner Arche anschließen. Man sagt mir, sie sei wunderschön. Ich liebe dich für immer und ewig, Antoine. Einfach mal Arm weg. Was mussten die Leute hier opfern? Na, man sieht's. Abgetrennte Gliedmaßen. The fuck is this? Kannst du Raserei auffüllen, indem du dich in der Nähe der Rasereiquelle stellst. Ah, okay, die Sphären hier. Die laden unseren ultimativen Modus auf. Ich glaube, das ist alles sehr metaphorisch hier. Ich glaube, das sind wirklich Menschen, die da drin stecken. Und auch das mit dem Schwein, das war so eine Massenhaltung von Menschen. This is Ascension. Yes. Your brain implant will guide you to Constantine's Ark. It'll be quick, painless. You deserve this hope. Go. It is your time. May Constantine find us all. Soll das die Zukunft darstellen? Zonenausgang. Ah, hier können wir wieder raus. Okay. Ich packe mal ein paar Sachen in den Spind tatsächlich. Den können wir wegpacken. Weiß ich nicht. Die elementaren Waffen behalte ich mal lieber, falls wir die mal brauchen für einen Kampf. Dann packe ich den Speer weg. Jo, passt eigentlich. Mal kurz Waffen reparieren. Zack. Weiter geht's. Hallo! Du perverser, dicker Malmer. Dein Latexanzug. Verzeihung, ich muss hier durch. Ah ja. Gespüre. You're pretty dumb to just sit there. Destroy the infection. Save the Ark. I love buttons. Was zur Hölle ist das? Was ist das für ein Projekt? Ist das so wie in Cyberpunk, dass die versucht haben, die Menschen in künstliche Intelligenz einzuspeisen, um quasi die Menschheit zu sichern? Das Wissen und die Intelligenz, wenn die vom Aussterben bedroht sind und dann nach dem... Weiß ich nicht, wie sagt man denn? Nach einer Apokalypse sozusagen das wiederherstellen kann? We meet again, freaky brains. Absolut crazy. Zerstöre das dunkle Hirn, das die Arche stranguliert. Ja. Soll ich da drauf schießen oder was? Nochmal einen Knopf drücken oder wie? Hier
Hier ist irgendwas. Ah, hier. So. Ein bisschen hier umgucken. Was haben wir denn hier überall? Sicherungsschalter. Hier müssen wir in unseren Modus rein. Crispy. Was haben wir denn hier drin? Noch ein Schalter. Ist doch irgendwo so ein Gehirn wieder. Da ist dieser Strang. Wo führt der hin? Muss das alles kaputt gemacht werden? Ich weiß ja nicht. Bin ich hier hoch? Ah. Gotcha. Party. Ey, hier wird nicht gedodged, Sir. Oh, hi. Umarmung gefällig? Hi. Das ist schon gemein. Die freuen sich so auf eine Umarmung. Dann platzen die und dann... Oh. Hey, komm mal her. So. Gucken hier noch, vielleicht ist hier irgendwas noch. Serverraum. Ah, hier können wir uns aufladen, okay. Was soll man da? Schrei doch nicht so. Hat er mich erschreckt? Was machst du denn hier? Thanks. Ach ja, die Musik ist so schön. Hier haben wir wieder die Statue. Dass sich hier so als Gott repräsentiert. Naschzeit ist zu Ende, Freunde. Oh. Ey! Warum brennt er? Warum ist er hochgegangen? Gemeinheit.
Hip. Autsch. Ich hab's halt nicht so mit dem Parieren. Da ist der Wurm drinne. Der Zombie-Wurm. Ey, ich bin gesprungen. Frechheit. Jetzt hab ich dich. Noch eine Armbrust. Und Gehirn. Übergroßer, was haben wir da? Armknochen? Nee, das ist Schlüssel zur Eiche, Werkzeugkiste. Schmatz, Schmatz. Nom, nom. Na, hier geht's noch runter. Ich guck erstmal oben. Seelenwanderung. Hallo 052, Brody Collins, Vater, Bruder, Sohn, bist du bereit? Hallo Konstantin, ich habe keine Angst. Die hast du, wenn sich eine Libelle entpuppt, kennt sie nichts als Angst. Angst ist ein Treibstoff, Angst ist die einzige Empfindung, die den Seelentransfer energetisiert. Wiedergeburt, Seelenwanderung, Samsara, dasselbe. Okay, ich habe Angst, ich kann in mir zwei Orte spüren, zwei Mittelpunkte, einen neuen, einen alten, vertrauten. Angst ist nur eine Wahrnehmung auf einer Kompassskala, um Orientierung in der Welt zu bieten. Ja, eine Wahrnehmung. Merkwürdig. Merkwürdig ist gut. Aber hör auf deinen Orientierungsreflex. Lass sie ihn leiten. Dein Körper war zum Sterben bestimmt. Du musst ihn aber nicht ihm... Du musst aber nicht mit ihm sterben. Geh dahin, wohin dich deine Angst führt. Oh, jetzt ist es anders. Ich bin durchgegangen und wenn ich zurückschaue, ist es nicht mehr so, wie ich gedacht hatte. Es ist schon... noch vertraut, aber jetzt kann ich loslassen. Der Geist ist schon per Definition gänzlich subjektiv, eignet sich seltsamerweise für zum Reisen, dafür Kontrapunkt und Perspektive zu erfahren. Oder wo ist dein Mittelpunkt jetzt? Jenseits der Angst. Ich bin hier mit dir. Gut, da musst du die Tür hinter dir schließen. Dein alter Mittelpunkt ist zur Erinnerung. Ich bin bereit. Also ein Leben nach dem Tod sozusagen. Ein Weiterbestehen nach dem Tod. Wie ich es mir schon ein bisschen zusammengerennt habe. Hier braucht man Ticketkarte. Da ist irgendwas Dickes Böses drin, ne? Was war denn noch hier? Ah, Mist, ich muss es aufladen. Ich komme hier nicht rein. Gehe ich mal kurz runter. Ja, geht doch noch ein bisschen, habe ich jetzt nicht gedacht. Aber ich glaube, so viel wird jetzt nicht mehr kommen hier. Würde mich überraschen, wenn es noch länger gehen würde. Natürlich auch freuen. Fällt. Tot. Ja, die Klingen sind nicht so stark, finde ich. Aber sind okay. Okay. Da kommen wir hier wieder raus. Ich wollte nur irgendwie noch gerne da hier rein. Gehe ich das hin? Ne, ich muss mich noch aufladen, ne? Ja. So. Nochmal eine extra Runde. Super Loot, habe ich gehört.
ist auch schon kaputt. Jetzt wird geschlachtet mit dem Beil. Brennt. Was mal hier? Ah, ein Shortcut. Nett. Wie nett. Kommt man jetzt wieder hoch? Hier in der Treppe. Steige in die Kammer der Arche. Mal kurz das hier verscrappen. Das ist ja eh kaputt. Nehme ich das mal auf Platz 1. Da unten sind ja auch noch welche. Knusperknause. Der so, essen? Ganz weiter oben. Zack. Armbrustbolzen. Wow. Das ist echt schick hier. Guckt euch das mal an. So ein Altar, fast schon was Religiöses. Sicherungskasten. Tja, dann müssen wir wohl zu Fuß runter. Immerhin geht der Schalter noch. Loot! Lass mich rein! Strom benötigt. Frechheit. Oh, hier ist auch Loot. I take it. Und hier ist auch Strom, glaube ich, oder? Nee. Musste das irgendwie verbinden. Ja, noch eine Workbench. Eine schlechte Karte. Ist das hier einer? Tatsächlich. Wenn das Plateau deinen Zombie mit einem Konter, um mit Nahkampfangriffen und Waffenwürfen explosiven Schaden zu verursachen. Explosiven Schaden. Ich hab ja eigentlich schon explosiven Schaden drin. Was richtig Neues ist jetzt nicht. Ein bisschen enttäuschend. Zerstöre die dunklen Hirne auf der Arche. Okay. Wo sind die jetzt in der Mitte? Da ist eins. Töte die Zombies. Ja, ich weiß, du bist Stress. Du kriegst auch Stress. Na, darf ich drauf treten? Nö, darf ich nicht. Yeah, speed it up. Let's go.
Hier ist noch eins. Jetzt. Da war Schutz davor. Oh, die mag ich am liebsten. Ja, ja. Hör mir auf. Stinkbrocken. Oh, da ist noch ein dickerer. Oh, das ist gar nicht cool. Braucht man eine bessere Waffe hier. Und Leben brauche ich auch noch. Oh ja. Das Schlachtermesser ist schon stark. Huch. Oh, Junge. Der hält echt viel aus. Ja, ich verstehe schon, du bist der Beste. Ich kann gerade leider nicht in Rage. Dafür fehlen zu viele Zombies, die ich dafür killen muss. Ach, du bist immun, ne? Du auch. Na geil. Bringt das ja gar nichts. Wie sieht's mit Strom aus? Der eine ist Strom. Okay. Nervig. Das ist nervig. Jetzt darf ich den ganzen Käse nochmal von vorne machen, ne? Ja. Die kleinen Pupsis sind auch wieder da. Ja, ich hab's geschnallt. Du nervst. Ja, also Schubsparty oder was? Oh, warte. Wenn ich meine Rage hab, dann gibt's Beef. Es ist gerade frustrierend. Ich hasse diese gepanzerten Idioten. Ja, das auch. Jetzt habe ich dich. Einer weniger. Zwei weniger. Ja, zweieinhalb. Hey, ja, halten die aus.
richtig tanky. Wo bist du, mein liebes Hirn? Hier ist eins. Verpasst. Eine Runde warten und zack. Verdammt, zu früh. Ja, ja, jetzt kommen die. Die Pupsis. Die ganz lieben. So, endlich. Jetzt reicht's, ey. Ach, verdammt. Jetzt habe ich Schaden abbekommen. Direkt wieder beendet. Das war dumm. Catch this. Ja, ja. Er will wieder schmusen. Oh boy. Dem Parieren. Das gibt's nicht, Leute. Das gibt's nicht. Ich bin so kacke. Gehen meine Waffen eigentlich kaputt? Nee, ne? Ich nehme das hier mal. Hol jetzt mal die großen Geschütze raus. Mir reicht's jetzt echt. So, zusammenholen. Fehlt noch. Natürlich. Knuddelmodus. Also ich muss zugeben, das ist auf jeden Fall nicht schwer, aber es ist schon ziemlich knackig. Man muss aufpassen. Das Gehirn. Da war ja was, stimmt ja. Ja, komm. Danke. Ich muss, glaube ich, mehr in die Defensive hier. Soweit es geht. Ach, verdammt. Nicht schon wieder sterben.
muss es nicht sein. Das gibt's nicht. Das Ding ist echt böse. Probier mal die Armbrust aus, vielleicht. Ich habe keine Heilung mehr. Ach, die sind so kacke, Kackviecher. Ich trau mich auch nicht ran hier bei denen. Ja, genau deswegen. Doch. Die hauen jetzt bestimmt noch einen drauf und machen nochmal eine richtig, richtig große Welle am Ende. Habe ich ja richtig Bock drauf jetzt. Gehirn? Where? Ich habe ein Medkit. Perfekt. Hier ist noch eins. Sehr schön. So. Jetzt aber. Jetzt geht's weiter, hoffentlich. Ja, tut auch mal gut, dass es so schnell geht, einfach. Level 30 Waffen. Kann ich doch eh nicht nutzen. Ich verscrap sie einfach mal. Das sind ja eh keine Uniques, also. So. Ich glaube, ich habe alles. Danke, danke.
Thank you. Okay, wow. Also war das tatsächlich so eine Art Paralleluniversum? Oder auch nur so eine Art Traum? Hijo de puta! Fuck! Fuck! Oh, guck dich mal das Blut an. Fuck! That never happened. No way. Storyquest abgeschlossen. Einer von uns Karte freigeschaltet. Überlebender. Was haben wir denn hier? Hat dich gesegnet, erleidest du Schaden, wenn deine Rasserei in Zirkel voll ist, wird eine Explosion ausgelöst, die Zombies in der Nähe Schaden zufügen. Ey, das ist geil. Nehme ich. Ja, Leute, ich mach mal einen Cut, wenn es noch irgendwas gibt, nämlich noch eine Aufnahme auf. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, das DLC. Ich habe jetzt ein bisschen länger gemacht auf jeden Fall, aber wollte es jetzt durchziehen. Und ja. Wenn noch was Großartiges kommt, dann lade ich das noch hoch. Und wenn nicht, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Keep slaying und bye.